Die SPD-Fraktion, Dr. Karamba Diaby. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ende der 90er Jahre gab es die unselige Kampagne gegen die Doppelstaatsbürgerschaft von ehemaligem Ministerpräsident von Hessen, Roland Koch. Kurz darauf habe ich mir gedacht, ich muss jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, um vor allem die vollen Rechte zu bekommen. Leider muss ich dank der Union meinen senegalesischen Pass abgeben. Die Diskussionen, die damals geführt worden sind, waren ausgrenzend und sie sind es bis heute noch. Deshalb finde ich gut, dass die Fraktion Bündnis 90 Grünen in ihrem Entwurf zum Einwanderungsgesetz für eine schnelle Einbürgerung bei Beibehaltung der Mehrstaatlichkeit sind. Damit haben Sie der Union, zumindest der Union 1, voraus Weitsicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den vergangenen Jahren habe ich regelmäßig Unternehmen in meinem Wahlkreis besucht, in Halle, an der Saale und Umgebung. Viele dieser Unternehmen beklagen den Fachkräftemangel. Deshalb wundere ich mich über die Darstellung, dass wir keinen Fachkräftemangel haben. Ich weiß nicht, ob wir in zwei unterschiedlichen Ländern leben, aber das sind die Zahlen, die wir sowohl vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, die da sagt, dass bis 2050 dann haben wir ein Erwerbspotenzial Rückgang von 14 Millionen. Das sind eindeutige Zahlen, die Ihnen auch bekannt sein müssten. Auch wenn es jedes Jahr 200.000 Menschen nach Deutschland kommen würden, würde sich das Erwerbspotenzial bis 2030 um 3,6 Millionen verringern. Das ist auch bekannt. Das ist eine Herausforderung für unsere Gesellschaft, auf die wir Antwort geben müssen. Und jetzt müssen wir die Antwort geben, nicht in 20 Jahren. Eine Antwort darauf ist aus unserer Sicht auf jeden Fall ein neues Einwanderungsgesetz. Unseren Gesetzentwurf dazu haben wir als SPD-Bundestagsfraktion, das wurde schon erwähnt, seit November 2016 haben wir diesen Entwurf vorgestellt. Mit dem Einwanderungsgesetz schaffen wir Klarheit, wer aufgrund seiner Qualifikation nach Deutschland einwandern darf. Dabei möchte ich eine Regelung von uns ganz besonders hervorheben, den neuen Fachkräftebegriff. Darunter fallen nicht nur Akademikerinnen und Akademiker, sondern Absolventen einer beruflichen Qualifikation, die gehören dazu zu diesem Gruppen. Und beide Gruppen haben die gleichen aufenthaltsrechtlichen Bedingungen. Also entweder können Sie für ein Jahr zur Arbeitssuche nach Deutschland kommen oder ein Aufenthaltsrecht zu Erwerbszweck von 3 Jahren erhalten. Das ist eine Neuheit. Dabei entscheidet ein Punktesystem in Anlehnung an das kanadische System. Darüber soll entschieden werden, wer nach Deutschland kommen kann. Also wer ein Arbeitsplatzangebot hat, hat grundsätzlich bessere Chancen. Bei diesem Punktesystem gibt es 5 Kriterien: Qualifikation, Jobangebot, Sprachkenntnisse, das Alter und die Integrationsaspekte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Einbürgerungen zu erleichtern, schneller einen Aufenthalt zu erhalten und einen Familiennachzug zu ermöglichen, sind Ansätze von den Grünen, die der aktuellen Situation gerecht werden, die wir auch unterstützen. Es gibt aber mindestens, Frau Göring-Eckardt, 3 Punkte, mit denen wir nicht einverstanden sind. Das sind zum einen geht es um Spurwechsel. In der SPD-Bundestagsfraktion haben wir uns bewusst darauf verzichtet, das Einwanderungsgesetz mit einem humanitären Recht zu vermischen. Das wollen wir nicht vermischen, Herr Beck. Und wir sind der Meinung, das dürfen wir nicht machen, weil das gefährlich ist. Diese beiden Ebenen dürfen wir nie miteinander vermischen. Ein weiterer Punkt, meine Damen und Herren, mit dem wir Probleme haben, ist,
ist nicht die vorhandene Mitwirkungspflicht des Deutschen Bundestags bei der Festlegung der Zahlen der Visa. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich will nicht, dass der Deutsche Bundestag im Detail über Zahlen hier debattiert, aber er sollte mindestens als Verfassungsorgan irgendwie in Entscheidungsfindung beteiligt werden. Das ist unser Vorschlag. Der dritte Punkt ist das Arbeitsangebot. Für die SPD ist das ein wichtiges Kriterium, weil wir von den Fehlern der Kanadier gelernt haben. Doch in dem Entwurf der Fraktion Bündnis 90 Grünen wird dazu nichts. Kanada hat ein System so lange Zeit, also vor langer Zeit bereits angepasst und verlangt bei seinem 2-Punkte-System das Vorhandensein eines Arbeitsplatzangebotes. Das hat den Vorteil, dass die Menschen vom ersten Tag an der Gesellschaft teilhaben können. Deshalb ist das Arbeitsangebot in der SPD-Entwurf ein wichtiges Kriterium und das ist auch gut so. Aus diesen genannten Gründen lehnen wir Ihren Antrag ab. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderungen sind groß und groß ist auch die Verantwortung, vor der wir gemeinsam stehen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir wirklich das einsehen. Heute ist leider nicht der Tag der Entscheidungen, auch nicht der Tag für ein rationalisiertes Heldentum, der Tag für ein Einwanderungsgesetz, und zwar am besten eins von der SPD. Wird es nur wirklich nur mit einer anderen Mehrheit geben, auf die arbeiten wir. Dabei möchte ich eine Regelung, ich stimme natürlich Ihnen zu, wenn Sie sagen, dass Notwendigkeit da ist, das sehen wir auch so, aber die genannten Punkte, mit denen wir nicht einverstanden haben, Sie auch zur Kenntnis genommen. Ich wünsche mir eine breite gesellschaftliche Diskussion für ein modernes Einwanderungsgesetz für Deutschland. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Karamba Diaby. Nächste Redner.